Ich finde, es ist einfach Sexismus in der reinsten Form. Diese klischeehafte, ja, der Mann muss ja das Geld haben und er fühlt sich ja scheiße, wenn er das Geld nicht hat, wenn er sie auch nicht aushalten kann und sie bezahlen muss. Und das in einem Jugendbuch, wo man eigentlich, finde ich, gerade den Vorbild und die Grundpfeiler dafür setzen sollte, dass Frauen eben nicht mehr so denken. Dass es egal ist, ob die Frau mehr oder der Mann mehr verdient. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung. Ich habe heute für euch ein Buch aus den 6 Büchern, die meine Kinder für mich ausgesucht haben. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr es gerne hier oben anklicken. Dann seht ihr, was sonst noch so von denen ausgesucht wurde. Ich habe auf jeden Fall den zweiten, den ersten war ja Heliopolis, das zweite habe ich jetzt das hier gelesen, von Sani Munk Jensen und Glenn Ringgift. Wir wollten nichts, wir wollten alles. Ja, es ist eine krasser Auftakt. Ich habe das Ganze mal als Leseprobe gelesen vor einigen Jahren und habe mir das dann gebraucht gekauft und jetzt endlich gelesen, weil meine Tochter das sich ausgesucht hat. Und deswegen, ja, erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen was zu der Geschichte. Es geht hier um zwei Jugendliche, Luise und Liam. Sie ist 17, er ist 19 und sie zwei werden an Handschellen gekettet, im Wasser ertrunken gefunden. Und nun wird die ganze Geschichte aufgerollt, warum die zwei da drin waren. War das Selbstmord? War das Mord? Was hängt dahinter? Was passiert? Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass wir Luise als Geist praktisch rumschweben sehen. Also sie erzählt ihre Geschichte in Rückblenden, wie es zu dieser Situation am Wasser gekommen ist. Und gleichzeitig erzählt sie ihm, also es ist immer so abwechselnd, wir haben Gegenwart und Vergangenheit und beide Geschichten werden von Luise erzählt. Ihre Geschichte natürlich einfach nur aus der Ich-Perspektive und die Geschichte in der Gegenwart, der Geist, der rumschwebt und er mir erzählt, was ihre Mutter gerade macht. Also wir sind nicht bei der Mutter und der Gefühlsgeschichte in ihrem Kopf, sondern Luise erzählt, und mein Vater ging dann dahin und machte das und wenn er doch nur gewusst hätte, das. Und also wirklich, sie begleitet praktisch die zurückgebliebenen Familienmitglieder, ihre Mama und ihrem Vater und auch andere, die halt eben an der ganzen Geschichte beteiligt waren, aus der Geistperspektive. Das fand ich schon mal irgendwie ganz cool, als ich das angefangen habe zu lesen, weil das irgendwie das Ganze so besonders macht. Wir haben halt so die gewisse Nähe zu Luise in den Passagen, wo sie die Rückblenden erzählt, wie das Ganze vor einem Jahr angefangen hat und wie das Ganze zu dem geführt hat, wo wir uns jetzt gerade befinden. Und eben auf der anderen Seite diese distanzierte, etwas distanzierte Gefühl, ihre Beschreibung einfach, wie die Personen sich jetzt heute verhalten, nachdem was passiert ist. Ich hatte aber, muss ich ganz ehrlich sagen, so meine Probleme mit diesem ganzen Buch. Zum einen ist es so, dass es eine unglaublich einfache Sprache ist. Also teilweise haben wir auf einer Seite 50 Mal sie sagte, also gefühlt 50 Mal sie sagte, und sie sagte das und das und das und sie sagte das und das und das. Das kam mir vor wie so eine 12-Jährige, die ein Tagebuch schreibt und ihren Alltag wiedergibt. Sachlich und einfach niedergeschrieben. Und dann hat er mich angeguckt und dann sagte sie das und dann sagte sie jenes. So habe ich meine Tagebücher früher geschrieben. Meinen ganzen Tagesablauf, also die besondere Situation in so einer ganz einfachen, simplen Sprache, ohne irgendwie Haupt- und Nebensätze und noch einfließende Nebensätze, eingeschobene Nebensätze und keine Ahnung was. Also wirklich so ganz, ganz, ganz banal, wenig Synonyme für das Wort sagte. Super easy peasy. Und dann reden sie und sind unter sich und dann kommt sie mit so Wörtern wie Vögeln, ne, Icken, wo ich so dachte, das reißt mich jetzt irgendwie so raus, weil ich so das Gefühl habe, wir befinden uns hier jetzt gerade bei einer sehr jungen Person, also ich hätte niemals von der Geschichte her ihr abgekauft, dass sie 17 ist, und auf der anderen Seite kommen dann so wirklich derbe Fäkalsprache, und er hat ihr dann seinen in ihre geschoben und nahm sie dann von hinten und also so richtig derb. Also das hat mir so gar nicht gepasst, weil diese, ich habe ja nichts gegen derbe Sprache, wenn die zu der Geschichte passt. Wenn die aber nicht zu der Geschichte passt, sondern einfach für mich so
so reingeworfen klingt, als würde man einfach nur mal schocken wollen, dann passt das für mich nicht. Fand ich furchtbar. Außerdem haben wir hier englische Wörter, also das Ganze spielt in Dänemark. Und es gibt hier einige Leute, die Englisch sprechen. Vor allen Dingen der Vater von Liam zum Beispiel, der spricht nur Englisch oder so gut wie nur Englisch. Und er spricht auch Englisch mit seinem Bruder, also mit Liams Bruder. Und das wird nicht übersetzt. Also ja, Jugendliche, die das Buch lesen, sollten ja schon zumindest das einfache Englisch in der Schule gehabt haben und alles drum und dran. Aber ganz ehrlich, ich finde irgendwie, wenn man übersetzt und es kommen englische Wörter vor, also sagen wir mal, das Ganze wurde aus Dänemark jetzt importiert und übersetzt ins Deutsche. Und dann war da ja natürlich Dänisch drin und dann diese englischen Sätze. Dann würde ich doch als Übersetzer in Klammern auch diese englischen Wörter übersetzen. Weil ich nicht immer davon ausgehen kann, dass Leute, die das lesen, auch Englisch können. Also wisst ihr, was ich meine? Jetzt stellen wir uns mal folgende Situation vor. Meine Mutter zum Beispiel liest super gerne Jugendromane noch. Ich meine, die ist jetzt über 60, die wird jetzt, sie ist Ende 60. Aber sehen wir mal an, sie liest noch gerne Jugendromane und würde das zur Hand nehmen. Meine Mutter hat noch nie Englisch gelernt. Die hatten damals Russisch lernen müssen und ja, sie kann kein Englisch. Das hat sie in der Schule halt nie gelernt. Und sie würde dann null verstehen. Die wüsste nicht mal, wie man das liest. Also das finde ich irgendwie so ein bisschen seltsam, weil klar kann ich davon ausgehen, dass die, dass das irgendwie verstanden werden wird von den meisten, die das lesen, aber ich finde, das ist keine Grundvoraussetzung. Ich kann jedoch auch nicht plötzlich irgendwelche isländischen Texte reinschreiben und davon ausgehen, dass die Leute das verstehen. Also was, wisst ihr, was ich meine? Nur weil Englisch halt eben sehr weit verbreitet ist, ist es für mich kein Argument dafür, da komplette Sätze. Und teilweise war das wirklich so, dass die ja, dass es ein Gespräch zwischen dem Vater und dem Bruder war, mit dem er sich unterhalten hat, was wirklich zur Handlung beigetragen hat und das komplett auf Englisch. Fand ich irgendwie strange. Es war kein schweres Englisch, ich habe auch alles verstanden, aber ich tue mich mit sowas trotzdem schwer, weil ich denke, es ist halt nicht jeder, der das kann. Und manche Wörter vielleicht werden auch manche Leute vielleicht nicht verstehen. Und dann verstehst du die Handlung nicht. Und wenn es etwas zur Handlung Beitragendes ist, dann muss es, finde ich, auch in der Nationalsprache, beziehungsweise in der Sprache, in dem das Buch erscheint, halt eben gedruckt werden. Gut, das war das eine. Dann verstehe ich das Verhalten von allen in diesem Buch nicht. Von allen nicht. Dieses Mädel ist 17 Jahre alt und sie fängt die Geschichte an mit, das Ganze begann vor etwa einem Jahr. So, etwas mehr als einem Jahr. Sie ist 17. Ich weiß nicht, wie die so Gesetze in Dänemark herrschen, aber, und ich weiß auch nicht, wie das so ist mit pubertierenden Jugendlichen. Ich habe noch keine Kinder im 17-jährigen Alter und ich weiß nicht, inwiefern man da wirklich was dem Kind sagen kann, dass es irgendwie tut, was man ihm sagt. Allerdings ist es so, dass sie halt diesen Liam kennenlernt. Sie kennt ihn ein paar Monate. Ihre Eltern kennen ihn so gut wie gar nicht, weil er so gut wie gar nicht bei denen zu Hause ein- und ausgeht. Und sie wohnt praktisch bei ihm. Also sie beschreibt das tatsächlich so, wenn sie zu ihren Eltern zu Besuch ging, dann haben sie sich sehr über ihr Besuch gefreut. Sie haben sich jetzt schon Möbel für die Wohnung gekauft und. Also für mich, natürlich war das jetzt nicht so, dass sie mit Sack und Pack ausgezogen ist und zu ihm gezogen ist, aber sie hat fast bei ihm gewohnt. Ich weiß nicht, wie man da als Eltern reagiert, aber ich würde meiner Tochter nicht erlauben, mit 17 bei einem Mann zu wohnen, den sie seit ein paar Monaten kennt. Das wäre immer noch für mich die Regel, dass sie nach Hause kommt am Wochenende und dass sie halt auch mal zu Hause ist und dass eher Besuche sind bei ihm und nicht Standard wohnen. Ich habe die Eltern nicht verstanden. Sie haben sich einfach gegen gar nichts gewehrt. Die Tochter hat ihnen irgendwas unter die Nase gerieben und sie haben sich so verhalten und dann gesagt, ja. Also wir können ja sowieso nichts sagen. So richtig resigniert vor allem. Ihr ging es immer schlechter, es ist ihnen nicht aufgefallen. Irgendwann hat sie sich von der Schule abgemeldet und ging einfach nicht mehr in die Schule. Und ich weiß ja nicht, wie das in Dänemark ist, aber wenn man hier noch nicht volljährig ist und man verlässt die Schule, dann wird es bei den Eltern gemeldet, dass das Kind nicht mehr zur Schule kommt. Also
ich weiß nicht. Also mit 17 bist du noch nicht volljährig, du kannst noch nicht eigene Entscheidung treffen. Und solange sie jetzt nicht einen Hauptschulabschluss gemacht hat, das wird jetzt hier nicht erwähnt, sie meint, sie hat die Schule abgebrochen, ist für mich jetzt nicht so, als hätte sie jetzt einen Abschluss gemacht, dann wird es bei den Eltern gemeldet und ihre Eltern reagieren anscheinend gar nicht darauf, also kriegen sie ja auch nicht die Nachricht mit, dass sie in die Schule nicht mehr gegangen ist. Das fand ich so seltsam. Ich habe nachgeschlagen im Internet, tatsächlich auch in Dänemark ist man erst mit 18 volljährig, das heißt mit bis 18 wird man von Eltern betreut. Warum zur Hölle kriegen die nichts mit? Warum zur Hölle läuft das Ganze so, wie es läuft? Ich verstehe es nicht. Ja, also ich verstehe es einfach nicht, denn die Schule meldet keine Fehlzeiten, die Schule meldet nicht, dass sie abgegangen ist, ihre Eltern interessiert es nicht, dass sie mit dem Kerl zusammenzieht, der seit ein paar Monaten erst nicht mal sie ihn nicht kennen, sie wissen ja nicht mal fast gar nichts von ihm und lassen sie einfach so ziehen. Also es wäre die oberste Priorität, dass ich sage, ich muss ihn erstmal kennenlernen. Also vielleicht bin ich dann eine pissige Mutter, die ihre Kinder nervt, aber ich will den Freund kennenlernen. Also, ich weiß nicht. Erst recht, wenn ich ihr erlauben soll, dass sie so viel Zeit bei ihm zu Hause verbringt. Also, ich finde, es sind einfach so viele Logikfehler für mich, die ich nicht nachvollziehen konnte, warum ich sage, wenn das früher erkannt wäre oder wenn das früher halt eben jemand reagiert hätte, dann wäre das Ganze einfach nicht so passiert und nicht so eskaliert. Das Ganze ist auch wieder nach diesem Motto, was schief gehen kann, geht schief. Es wird einfach immer nur krasser und schlimmer und es geht dann einfach nicht mehr schlimmer. Also alles so nach dem Motto, es muss einfach sehr, sehr schocken. Und was ich auch ganz, ganz schlimm fand, das habe ich mir nämlich auch geschrieben, ist, wir haben hier Sexismus in seiner reinsten Form, ohne Scheiß. Ich lese euch mal einen kurzen Ausschnitt vor. Ich bestand darauf, mein Sparbuch einzusetzen. Zunächst wollte Liam nichts davon wissen. Es sei mein Geld und das sollte auf keinen Fall dafür verschwendet werden, Jeppes Schulden zu bezahlen. Es war ihm ohnehin peinlich, dass ich das Geld für unsere Reise aufbringen wollte. Schließlich war er der Mann. Oder der Typ. Er sollte für mich sorgen, nicht umgekehrt. Das sah einfach zu sehr nach einem Verlierer aus. Willst du mich verarschen? Wirklich? Also das ist, finde ich, Sexismus in seiner reinsten Form. Das ist halt der Sexismus von Frauenseite, dass ich finde, Sexismus greift auf beide Seiten um. Ob ich jetzt eine Frau diskriminiere oder einen Mann diskriminiere, ich finde, es ist einfach Sexismus in der reinsten Form. Diese klischeehafte, ja, der Mann muss ja das Geld haben und er fühlt sich ja scheiße, wenn er das Geld nicht hat, wenn er sie auch nicht aushalten kann und sie bezahlen muss. Und das in einem Jugendbuch, wo man eigentlich, finde ich, gerade den Vorbild und die Grundpfeiler dafür setzen sollte, dass Frauen eben nicht mehr so denken. Dass es egal ist, ob die Frau mehr oder der Mann mehr verdient, ob es, ja, was da irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich mega aufgeregt, als ich diese Passage gelesen habe und es geht halt ganz oft hier so, dass sie sagt, naja, er sollte sich ja um mich kümmern und er war nicht für mich da und aber man muss sich doch an die Schulter anlehnen bei dem Mann und so, diese typischen Scheißklischees. Die waren ja alle drin vertreten. Mir haben sich tatsächlich die Nackenhaare gesträubt. Ich wollte einfach nur noch zu Ende lesen, weil ich einfach wissen wollte, warum am Anfang eben die zwei mit diesen Handketten in diesem Wasser waren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich die ganze Zeit mich super aufgeregt habe, weil ich gesagt habe, ein einziges Mal hätten sie sich Hilfe holen sollen von einem Erwachsenen und dann wäre das Ganze nicht passiert. Und es hat mich so aufgeregt, weil ich diese Aussage in diesem Buch so bedenklich finde. Das Ganze immer so unter sich ausmachen, mit niemandem darüber reden. Immer wieder wird ja auch gesagt, naja, wenn ich mich meinen Eltern anvertraue, die würden ja ausrasten. Ja. Aber, ja. Ich fand es super enttäuschend. Ich habe einfach die Charaktere nicht verstanden. Ich habe die Logik nicht verstanden. Ich habe manchmal nicht verstanden, wie kann man so dumm sein. Das Ganze, glaube ich, ist einfach nur eine unglaubliche Geschichte über eine fanatische Liebe. Denn Luise ist so verliebt in Liam, dass sie einfach alles, was er tut, huldigt. Alles, was er tut, so hinnimmt, wie es ist. Sie hinterfragt nicht, sie wundert sich nicht. Sogar als ihre Mutter ihr ein einziges Mal wirklich mal zuhört und ihr sagt, du solltest dich mal um dich selbst gerade kümmern und nicht um andere, ist ihr Gedanke, ich muss für Liam da sein, ich muss für Liam da sein, ich muss für Liam da sein. Und das wirklich so während dieses ganzen Gesprächs. Und dann sieht man so richtig, das ist einfach eine krass fanatische Liebe, die wirklich einfach abdriftet in Gehörigkeit,
in Hörigkeit. Und ein wirklich deutliches Beispiel dafür ist, dass das nicht normal ist. Ich fand es aber nicht gut. Es war für mich tatsächlich ein Flop, weil ich einfach, weil es unglaublich cool angefangen hat und mich die Sprache nicht gefangen hat. Ich dachte mir so, ich lese ein Tagebuch von einer 12-Jährigen, aber zwischendrin versucht sie mich mit Fäkalsprache zu bombardieren. Ne. Ich fand das furchtbar. Ich fand das echt furchtbar. Ich habe es jetzt gelesen und jetzt ist es weg vom Sub, aber ich kann es euch echt nicht empfehlen. Das ist, ja. Habt ihr es gelesen? Kennt ihr das Buch? Ist ja schon sehr, sehr alt. Ich weiß gar nicht, von wann ist denn dieses Buch gewesen. Von 2015. Ja, ist ja schon eine Weile her. Aber ich habe es jetzt endlich gelesen und ja, was soll's. Es ist jetzt weg vom Sub, wie gesagt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das Buch kennt, wie ihr das Buch fandet. Das würde mich sehr interessieren, wenn wir da in den Austausch gehen, was an diesem Buch vielleicht jemandem gefallen hat. Das wäre vielleicht super interessant zu wissen. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dann.